Zur Frage, unser eigenes Verschulden, das nehmen wir gerne auf uns. In Thüringen hat die AfD die Kommunalwahl gewonnen. Das ist die Partei, die kräftig zugelegt hat, also irgendwas zwischen 8,5 und knapp 10%. Was ist unsere Schuld daran? Na, wir haben den Thüringer nicht ins Handwerk gepfuscht und wir haben denen die Daumen gedrückt. Und das ist auch unser bescheidener Beitrag dazu, dass die Kommunalwahl gewonnen haben. Und es ist schon wirklich herrlich, Herr Richter, ich danke Ihnen geradezu dafür, für diese Frage, dass Sie jetzt das wieder vor Augen führen, was wir seit Sonntagabend beobachten. Dass bestimmte Medien, die die AfD nicht aushalten können, diesen Erfolg umdichten wollen zu einer Niederlage. Da kann ich mich ja nur scheckig lachen. Unsere Umfrage auch vom Wochenende mit den 25%. Wir liegen immer noch 6% vor SPD und CDU. Sie mögen das als Misserfolg deuten. Ich sage, das ist ein Erfolg. Das ist ein großer Erfolg für uns. Und das trotz der Kampagnen, die ja seit Anfang des Jahres ohne Unterlass gefahren werden. Ein Teil der Kampagne ist ja auch dieses Schlechtreden von Wahlergebnissen, dieses versuchte Schlechtreden von Wahlergebnissen. Und unser Beitrag hierzu in Brandenburg ist, dass wir einfach unsere Linie weiter vertreten, dass wir nicht darauf schielen, bei irgendwelchen Medienvertretern, die uns Übles wollen, gut angesehen zu werden. Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Und ich bin ganz sicher, dass wir auf diese Weise die Zukunft auf unserer Seite haben. Wir haben die Jugend auf unserer Seite, wir haben die Zukunft auf unserer Seite und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch die Landtagswahl im September auf unserer Seite haben werden. Herr Holach, möchten Sie ergänzen? Nur zwei Sachen. Also Sie haben gefragt nach dem Bundestrend, ob die Bundespolitik schuld ist. Sicherlich an den 1,7% der Grünen. Also das sollte man vielleicht mal nicht wegreden. Also währenddessen Sie in den Medien, Sie wollen es ja nicht hören, aber ich sage es Ihnen trotzdem, permanent sagen, die AfD hat verloren. Die Grünen haben meines Wissens nach 1,7% im Durchschnitt. Das ist eine Partei, die faktisch nicht mehr existiert, aufgrund der schlechten Politik im Bund, weil die Ampel eine Koalition der Versager ist. Und weil Robert Habeck und Annalena Baerbock einfach keinen guten Job machen. So, dafür haben sie die Quittung bekommen. Wer die Quittung für schlechte Politik nicht bekommen hat, war die AfD, wie mein Vorsitzender schon gesagt hat. Wir sind in 9 Kreisen stärkste Kraft. Also wir sind in 9 Kreisen stärkste Kraft in den Kreistagen. Also an uns kommt man nicht mehr vorbei. Wenn es mit rechten Dingen zugeht, werden wir in 9 Kreistagen die Kreistagsvorsitzenden oder Kreistagspräsidenten stellen. Wir haben 27% im Durchschnitt. In manchen Gemeinden haben wir über 50% die absolute Mehrheit erreicht. Das ist ein riesiger Erfolg, den wir in Thüringen eingefahren haben. Den werden wir ausbauen, vor allem kräftig mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Berichterstattung zu Sylt und dem ganzen angeblichen Rechtsextremismus und dem ganzen Blabla drumherum. Werden Sie von den Medien uns weiterhelfen, dass die Prozente steigen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.